Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Die Reihe ist ja eine Kooperation zwischen dem Deutschen Filmmuseum und uns, der Filmzeitschrift EPD Film. Und dieses Mal habe ich das Vergnügen, Sie begrüßen zu dürfen, weil nämlich Urs Spörri, der die Reihe für das Filmmuseum betreut, im Anschluss an den Film ein Werkstattgespräch, was normalerweise immer ein Kritiker von uns macht, mit unserem Gast führen wird. Zu den Gepflogenheiten dieser Reihe gehört auch, dass wir einen Kurzfilm vor dem Hauptfilm zeigen, um auch so eine, wie soll ich sagen, vergangene Kinotradition wieder ins Gedächtnis zu rufen. Der Kurzfilm stammt von unserem Gast und ist auch sehr kurz und sehr spektakulär. Freuen Sie sich drauf. Der Hauptfilm heißt Unterwäsche, Lügen und inszeniert hat ihn ein Regisseur, der wie vielleicht kein anderer für den deutschen Autorenfilm steht, der Filme macht, so wie er sie machen will, mit Risiko und fernab von den Zwängen des, wie er selber nennt, Staatskinos. Bitte begrüßen Sie Klaus Lemke. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht ein paar Worte vor dem Film. Wir kommen ja dann wieder nach dem Film hierher und dann können Sie sagen, was Sie wollen. Ne? Der nächste Film ist natürlich ein bisschen mehr Sex jetzt, natürlich als der Unterwäsche Lügen, ja, aber ich sage nichts natürlich. Aber ein Ding ist wirklich, würde ich gern sagen: Der Junge neben mir hat mir mal das Leben gerettet. Ich habe einen Film gedreht, 2006, der heißt Finale. Vielleicht kennen Sie den. Der spielt wegen der Weltmeisterschaft und ist ein kompletter Sexfilm, so wie die Stimmung damals war. Seitdem gibt es das ja nicht mehr. Und diesen Film, dem ZDF hat das wirklich sehr gut gefallen, die wollten den senden. Aber dann hatten sie wirklich auch Angst gekriegt, dass der Rundfunkrat, und der Rundfunkrat wäre eingeschritten, denn der Film ist wirklich extrem. Guter Laune und also auf Teufel komm raus, Sex und Fußball, so wie auch die Stimmung war. Voll, wirklich gänzlich echt. Und dann haben sie ihn doch gesendet und hatten wirklich Angst um ihre Posten, ein wenig. Und dann kam eine Kritik raus von EPD Medien, wo eine Frau Burmeister schrieb, das wäre das Allerallergrößte. Und die Jungs waren glücklich und der Job war gerettet, weil die hören auf EPD Medien in den obersten Etagen unserer Sender. Jetzt wissen Sie alles über das Fernsehen. Okay. Besten Dank. Wir sehen uns dann nach dem Film. Wie gesagt, es gibt nach dem Gespräch ein Werkstattgespräch zwischen Klaus Lemke und Urs Spörri. Bleiben Sie da. Nach einer gewissen Zeit des warmen Laufens zwischen den beiden kriegen Sie auch die Gelegenheit, Ihre Kommentare zu äußern und Fragen an Klaus Lemke zu stellen. Viel Vergnügen mit dem Film. Das Ding davor heißt Papas Staatskino. Das habe ich wie alle Filme natürlich nur so gemacht, weil gerade das war so schön rot alles. Und das Mädchen, also die Schlampe da irgendwie, die war auch ganz rot angezogen. Und dann dachte ich, jetzt mache ich das mal ganz schnell. Das ist in einer Minute gemacht worden und dauert auch nicht länger. Okay, danke, viel Viel Vergnügen. Spaß. Jawohl. Willkommen zurück, lieber Klaus. Ja, danke. Ja, wir machen das im Stehen, wie du es dir gewünscht hast, weil das lebendiger ist. Und vielleicht für Sie vorneweg, das Gespräch ist zweigeteilt. Wir werden erstmal ein bisschen unter uns reden und dann haben Sie eben auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Klaus, der Film beginnt mit einer echten Ansage. Eine Frau ist die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert. Wie kommst du darauf? Ja, das stimmt, ja. Stimmt das nicht? Das stimmt. Also das stimmt hundertprozentig. Ich meine, so gehen alle Geschichten. Oder ist umgekehrt?
Das Spannende ist, dass ich finde, da sind wahnsinnig viele Parallelen und Anklänge auch von einem deiner großen Lieblingsfilme drin, nämlich Godard, A Bout de Souffle, Außer Atem. Du hast immer gesagt, dass die Leopoldstraße für dich der Champs-Élysées von München war. Ist das hier in diesem Film auch wieder so? Ja, also in dem ist es nun nicht so. Sehr gut. Warum? Das waren die frühen Filme. Ich nehme an, das ist ein später Film. Ich weiß auch nicht genau, worüber er geht. Ich meine, sondern also mit Godard hat es nichts zu tun, glaube ich, der Film. Also das glaube ich nicht. Okay, ich habe noch andere Thesen. Es ist ein Film über Liebe, würde ich sagen. Wie so viele Filme bei dir. Aber dieser Film, der geht so ein bisschen tiefer. Ich habe so das Gefühl, da ist ganz, ganz viel echter Klaus Lemke dahinter. Ja, Mann, das sind schwierige Fragen. Gibt es darauf eine richtige Antwort? Was ist für dich Liebe? Puh, für mich Liebe? Keine Ahnung. Also, Digga, bitte. Ja, bitte. Hey. Liebst du deine Darsteller? Muss man das tun? Nein, muss nicht. Man muss nur verliebt sein in seine Hauptdarstellerin. Sonst geht's nicht. Ich meine, nicht lieben. Lieben ist wirklich was anderes. Aber man muss... Ich habe einmal einen Film angefangen vor vielen Jahren mit Brigitte Bardot. Aber ich fand ihre Schwester war eigentlich viel attraktiver und viel hübscher und auch nicht so... Als Brigitte Bardot. Und das hat die Bardot gemerkt. Und daraufhin, die Bardot war heimlich eine sehr gute Pokerspielerin und mein Produzent war auch ein sehr guter, bekannter Pokerspieler an der Côte d'Azur. Und wir haben gemacht, sie kriegt die 80.000 Mark, die wir hatten, um den Film mit ihr zu drehen, anzufangen. Und sie unterschreibt, wenn wir verlieren. Und wenn sie verliert, unterschreibt sie einen Vertrag für den deutschen Weltvertrieb, dann wären wir Millionäre geworden, über Nacht. Wir waren damals vielleicht so 30, 31 Jahre alt. Und sie hat gewonnen. Und das war die Rache dafür. Und seitdem weiß ich ganz genau, wenn man sich nicht in die Hauptdarstellerin verlieben kann, sollte man den Film überhaupt erst gar nicht anfangen, drehen oder darüber nachzudenken. Denn dann können die Hauptdarsteller, die Mädchen, die Zuschauer ja auch nicht mögen. Zuerst muss ich das erstmal mögen, den Unsinn, den ich da mache, damit andere Leute das vielleicht auch mögen. Aber das hat auch nichts mit Godard zu tun. Immerhin Frankreich, wir nähern uns. Freiheit ist noch ein anderes Thema. Ich meine, alleine mal diese wunderbare Freiheitsstatue, die du da gefunden hast. Wo ist die denn, um Gottes Willen? In München? Das ist ein österreichischer Künstler, der heißt Platz. Und der macht München gerade verrückt, indem er einen kaputten Helikopter oben aufs Dach stellt. Wie das erlaubt wird in dieser Stadt, ist mir unerklärlich. Aber der schafft es irgendwie, also nicht zu glauben, sowas. Das sagt jemand, der für Sylvie es schaffte, vor der Eröffnung des World Trade Centers auf dem Dach zu drehen, dort. Und was, wenn man das heute sieht, das ist dermaßen ikonografisch, echt Gänsehaut. Wie habt ihr das damals gemacht? Das stelle ich mir noch viel schwerer vor. Wir haben so einen Bekloppten kennengelernt. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, wie genau die Geschichte geht, aber der war Boxpromoter, war der. Ich weiß auch nicht mehr genau wo. Und der hat uns versprochen, dass wenn wir zahlen würden, den Helikopter, den man mieten kann in New York, dann würde er es schaffen, dass wir um das World Trade Center eine Woche, bevor es dann wirklich eröffnet wurde, so rumfliegen könnten. Und oben auf dem Dach hat dann Sylvie Winter getanzt mit den Fotografen, wegen dem sie in New York war, in dem Film Sylvie. Und das ist wirklich die atemberaubendste Einstellung der Welt. So ganz nebenbei gemacht für 300 Dollar. Den Film kann ich Ihnen auch echt sehr ans Herz legen, aber diese eine Szene, die finden Sie auch zum Beispiel auf YouTube. Also wirklich, gehen Sie nach Hause, schauen Sie sich diese Szene an. Das ist echt der großes Film Kino. Survey. Ja, Freiheit, davon kam ich gerade. Und ich finde, Freiheit, das ist ja auch schon immer ein wichtiges Thema bei dir gewesen, in all deinen Phasen. Wo war denn die Freiheit am größten? War das die, als ihr angefangen habt oder gar in Hamburg oder jetzt seit der Digitalisierung, seit ihr freier drehen könnt? Ja, also ich meine, die Freiheit, also jetzt kommen wir mal zu dieser dämlichen Freiheit hier. Ja. Die Freiheit irgendwie...
Freiheit besteht darin, dass man mal unabhängig ist für ein paar Minuten von der Meinung der anderen. Aber das ist jeder, das ist vollkommen harmlos alles. Das steht in der Zeitung. Es geht eigentlich darum, dass man auch mal frei ist von seiner eigenen Meinung. Dass man sich von der mal lösen kann. Und ich denke, dass diese Filme, die ich mache, dazu führen, dass man irgendwie verführt wird, etwas leichtsinniger mit sich selbst umzugehen. Und dass das ein Wort für Freiheit ist, so wie ich das sehe. Dass man ein bisschen Distanz zu sich hat, weil man für eine Zeit lang in eine Figur schlüpft da oben und sich wiedererkennt in der Figur und sich selbst mal ein bisschen vergisst für eine halbe Stunde. Und plötzlich, wenn man dann wieder rauskommt, hat man dieses etwas schräge Lächeln wieder im Gesicht, weil man sich selbst etwas spielerischer nehmen kann wieder, weil man merkt, dass das hier wirklich nur vom lieben Gott ein bisschen durch die Welt gezogen und dann gibt es eine Klatsche und dann ist das Ding wieder weg. Und das sind wir, mehr sind wir nicht. Aber darüber dann so dieses schräge Lächeln, ein bisschen darüber lächeln können, das ist das, was Film maximal bewirken kann und manchmal gelingt mir das auch. Erzähl uns mal, wie du das machst. Also du improvisierst, du weißt vorher nicht, was passieren wird in diesem Film, sondern du lässt dich von Tag zu Tag neu inspirieren. Aber wie gehst du dann konkret vor am Set? Also zuerst mal bin ich ziemlich alt und habe schon ganz viele Filme gedreht und mich langweilt das zu Tode, wenn ich am Anfang eines Films weiß, wie der ausgeht. Ich meine, das ist Vergeudung von Zeit. Da kann ich auch genauso gut auf der Leopoldstraße oder irgendwie was anderes machen. Denn während ich Film drehe, kann ich weder trinken, Drogen noch irgendetwas anderes. Ich gehe abends um 10 ins Bett und schlafe auch dann wirklich. Und ich hoffe, dass in der Nacht dann dieser Engel kommt und mir irgendwas erzählt. Und dann wache ich morgens auf. Ein Traum. Dann gucke ich, was da irgendwie so passiert ist. Und dann rufe ich die Leute an und drehe das sofort, was mir eingefallen ist. Und manchmal gibt es einen Sinn, manchmal nicht. Die Hälfte aller meiner Filme werfe ich weg. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken, worum der Film geht. Ich warte so lange, bis ich merke, dass das, was ich gedreht habe, einen Sinn ergibt in der Form, als der Sinn aus dem Film selbst herauskommt. Nicht ich drücke den irgendwas drauf oder eine Geschichte, sondern ich sehe plötzlich, oh, das Mädchen, die Augen, der Busa, das könnte so eine Geschichte werden. Und plötzlich denke ich aus dem Film oder aus dem Material heraus und dann habe ich plötzlich einen Film in der Hand. Wenn das nicht klappt, werfe ich die weg. Und deswegen bin ich auch so reich, weil ich jeden zweiten Film wegwerfe. Und weil niemand deine schlechten Filme kennt, wie du sagst. Das ist eine der besten Sachen überhaupt dabei. Niemand kennt meine schlechten Filme. Denn ich muss die ja nicht zu Ende machen. Ich zahle die von meinem eigenen Geld und ich mache die auch nur für mich. Also ich denke nicht an sie. Aber ich weiß sehr genau, ich weiß zu beurteilen nach ganz vielen Filmen, dass je besser mir, je persönlicher, je für mich unzugänglicher eigentlich ein Film ist, umso besser kommt er auch bei Ihnen an. Ich will damit sagen, das, was ich immer sage, dass es nur eine Antwort gibt auf die geballte Irrationalität des Lebens, was wir selbst sind und was uns umgibt. Es gibt nur eine Antwort. Und es ist wirklich die einzige, neben all, dass man dem Leben noch etwas irrationaler daherkommt, wie man in Bayern sagt. Dass man noch ein bisschen geschlampiger ist als das schlampige Leben. Das ist die einzige Antwort. Nicht etwa sich verbessern oder ein anderer Mensch werden wollen oder irgendwelchen Unsinn zu glauben, sondern dass man, wenn man in die Fresse kriegt, zurückhaut, noch ein bisschen härter. Also ich meine, das war ein schlechtes Beispiel jetzt. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal auch ganz konkret auf die Arbeit am Set zurückkommen. Also, da bist du, da ist, ich nehme an, ein Kameramann, vielleicht noch ein Tonmann. Nein, da ist nur ein Kameramann. Es gibt niemanden, es gibt keine Assistenten, es gibt überhaupt nichts. Die Leute, das ist, als würde ich mit den Leuten in die Ferien fahren, obwohl das keine Ferien sind. Wer zu spät kommt, wird sofort gefeuert. Die Leute kriegen nur 50 Euro am Tag. Wer mit einem McDonald's-Becher mit Kaffee kommt, ist sofort auch gefeuert. Wenn das nicht für diese Leute, mit denen ich drehe, nicht der Höhepunkt ihres Lebens ist, dann ist es auch für mich kein Film mehr. Aber das wird es ganz schnell. Denn es gibt nichts Schöneres, als so zu leben für eine gewisse Zeit. Wie lange drehst du in der Regel? 2 Monate in jedem Fall. Und ich werfe wirklich die Hälfte weg und meistens werfe ich alles weg. Und du improvisierst. Das heißt, du musst in irgendeiner Form deine Darsteller lenken. Ich muss in irgendeiner Form den Leuten das Gefühl geben, dass es sich
für den Wichser, der ich nun mal bin, sich lohnt, da pünktlich zu kommen und sich wirklich zu konzentrieren. Ich meine, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das tatsächlich mal vergessen, die ganze andere Sache. Und das kann ich mit links. Und rufst du hier rein? Und dann gucke ich, ob meine Ideen, die ich habe, ob die bei denen ankommen. Und wenn sie ankommen, geht der Film in die Richtung, wenn sie nicht ankommen, in die Richtung. Aber ich will überhaupt nicht wissen, wo das hingeht. Und dann entstehen solche Filme, die manchmal gut sind und manchmal sehr schlecht. Und in den Szenen, also rufst du dann rein, mach jetzt mal das oder sag mal was in diese Richtung? Oder? Ich liege oft am Boden bei den Szenen, ganz am Boden. Ich liege dann unter denen gewöhnlich. Und wenn ich merke, dass das zu statisch wird, dann trete ich denen so ein bisschen in die Beine, dass sie sich ein bisschen die Richtung bewegen. Also, das ist hart, aber das, so geht das im modernen Kino. Und schaust du dir das, was gedreht wurde, schon während des, der Dreharbeiten auch an? Oder ich schaue mir das jeden Abend an, das ist der entscheidende Moment. Ich gucke mir einfach an, nicht was ich erzählt habe, denn das ist meistens Unsinn. So wie alles Unsinn ist, was man so denkt. Sondern ich gucke, was mir die Muster, also das nennt man Muster, was mir die Bilder erzählen. Ich versuche die Bilder zu verstehen von dem, was ich gemacht habe. Ob dahinter den Film, hinter den Film. Und manchmal errate ich ihn, dann habe ich einen Traumfilm. Und manchmal nicht, dann zahle ich wieder keine Miete. Also. Du arbeitest nicht mit Schauspielern. Nein, ich mache das auch wirklich nur als Sport. Also jetzt mal wirklich, ich mache das wirklich. Ich finde, Film ist der letzte große Jungssport. Egal, was es man sonst macht. Film ist wirklich etwas Außerordentliches, weil es immer mehr aufs Maul gibt als Küsse im Dunkeln. Und das ist das ganze Ding. Es gibt eben wirklich mehr auf die Fresse, wenn man so arbeitet. Der Film ist wirklich etwas ganz, ganz Modernes, obwohl er gerade untergeht. Aber wenn man Film noch sieht als etwas, als ein böses Tier, mit dem man so dealen muss. Und jedenfalls das Tier stärker als man selbst, die Filmsache. Dann ist das ein Riesenabenteuer und ich weiß eigentlich kein Besseres. Ich finde auch alle anderen Sachen nicht besser als das. Ob Film untergeht, darüber reden wir nachher nochmal. Aber ich würde jetzt auch nochmal gerne wissen, zum Beispiel so jemand wie diese Layla Lowfire, die mit diesen wunderbaren Locken, wo hast du die gefunden? Wie hast du die dazu gebracht, bei dir mitzumachen? Dass sie dir vertraut. Also mitmachen will jede in Deutschland. Von Iris Berben bis jede, die sie wollen. Jeder möchte einmal Film erleben. Die Leute erleben doch überhaupt keinen Film. Das ist doch noch schlimmer, als beim Finanzamt zu arbeiten, ja, beim deutschen Film zu arbeiten. Und doch noch viel langweiliger. Also es ist entsetzlich, Film. Wenn sie wüssten, wie Film ist, würden sie rausgehen. Ja, würden nie wieder ins Kino gehen. Film ist das Langweiligste, was es gibt. Weil die Leute ja die Texte vor 5 Jahren schon auswendig gelernt haben, weil nie gedreht wird, weil die warten, also ich will nicht erzählen, was Film ist. Jedenfalls nichts besonders Gutes. Aber die Leute möchten einmal Film wirklich erleben, dass ein Regisseur mit ihnen redet, dass sie mit dem leben. Gewöhnlich tut ein Schauspieler den Regisseur vielleicht am Tag mal 3 Minuten sehen. Und dann wird über Assistenten so verhandelt. Und meistens sind die eh alle auf Facebook, das wissen sie ja auch alles. Der ganze Unsinn. Aber hier ist das ein konkret, hier steht konkret ich und ein Kameramann und sonst niemand mehr dazwischen. Und man kann endlich mal reden über das, was die Leute wirklich wollen, wie das sein müsste, was sie denken, was ich denke. Und daraus kann dann wirklich mal etwas entstehen. Das erleben Schauspieler überhaupt nicht. Noch nicht mal die Bohne. Und die das behaupten, lügen. Ja, dann lass uns konkret über die ersten Bilder reden in diesem Film. Die wirken ja auf mich überhaupt nicht improvisiert. Du hast diese beiden Hauptfiguren jeweils einzeln im Menschengewühl. Und du hast das Gefühl, sowohl die Mela als auch den Henning danach, dass man die sofort aus der Masse heraus erkennt. Das ist ein top visuell inszeniertes Bild und die Figur ist sofort präsent. Ist total improvisiert. Anders, man kann doch gar nicht mit diesen Leuten, die da gehen, wenn man da nicht... Wenn das nicht total improvisiert ist, wir stehen dort, die Leute denken, wir machen Fotos, es gibt ja keine Assistenten, es gibt keine Kamera, es gibt keine Anweisung, es gibt diesen ganzen Dreck nicht, aus dem Film besteht, sondern ich drehe mich ein bisschen zur Seite und wissen sie, dass sie losgehen und alles andere ist reiner Zufall. Alles andere ist reiner Zufall, allein die Schärfe zu kriegen bei diesen ersten Bildern, das ist schon eine Meisterleistung, aber das müssen die Leute eben können.
der Kameramann, der Ton dazu. Und es gibt keinen Tonmann, der Kameramann macht auch den Ton noch dazu. Nein, echt? Es gibt keine Assistenten, es gibt niemand. Aber nur so wird Film wieder zum Abenteuer, das, was es mal war. Wie kommunizierst du mit dem Kameramann, Paulo da Silva? Also manchmal muss ich ihn anbrüllen, also das ist klar, aber wir verstehen uns halt nach vielen Filmen ganz gut. Nicht richtig gut, er ist ein ganz anderer Typ als ich, so ein Bauernjunge aus Portugal, der überhaupt nie zum Film wollte, den habe ich so zufällig mal entdeckt. Ich will das jetzt nicht erzählen, wie, aber der findet die Sachen auch gar nicht gut, die wir machen, also der findet... Ich finde ganz andere Sachen gut. Und mit denen kann ich auch gar nicht darüber reden, was wir gerade machen, weil das versteht er gar nicht so richtig. Also. Aber das ist genau das Richtige. Das ist nicht so ein Kameramann, der da hinschaut, mach mir Klaus, so Ding, neue Ding, neue Technik und so, neuen Quatsch. Das ist eben eine andere Art, an das Leben ranzugehen. Es geht ja auch nicht um Film, es geht einfach darum, dass man um diesen kleinen Splitter vom Paradies, der das Leben manchmal sein kann, und den einzufangen. Das gelingt manchmal, manchmal nicht. Henning Gronkowski, deine Hauptfigur hier, geht am Anfang dann an so einem Café vorbei und schnorrt sich da durch. Alles live. Das sind alles Leute, die da nichts von wissen. Niemand weiß etwas, niemand weiß, auch die Darsteller wissen nicht, was als nächstes kommt. Die wissen auch nicht, welcher Satz, die wissen auch nicht, wie der Satz zu Ende geht, den sie gerade anfangen. Es gibt keine Vorgaben dafür. Und das macht die Sache plötzlich lebendig, denn das Einzige, was auf sie wirkt, sie haben so viele Filme schon gesehen und sie haben das so alles schon perfekt gesehen, dass sie sich so tode langweilen, deswegen geht da niemand mehr ins Kino. Aber hier ist es so, dass man plötzlich das Gefühl bekommt, Herr Gott, nochmal, stimmt das jetzt? Das heißt, der weiß ja selber nicht, wie es weitergeht. Und das ist nicht inszeniert, das ist live. Und das ist das, was ich unter authentisch verstehe. Jetzt, aber denken Sie nur nicht, ich wäre dieser Erfinder dieser Sache. Die neuen Amerikaner, Spielberg macht das genauso. Diese Leute tun nur so, als hätten sie diesen großen Apparat. In Wirklichkeit tun die Schauspieler jetzt Jahre, nachdem sie mit Spielberg gedreht haben, den Film in München, kommen so Interviews raus, wie Spielberg das eigentlich wirklich macht. Wie er wirklich, das war kein besonders guter Film, München, den er da gedreht hat. Aber er geht mit denen ganz privat in ein Zimmer, lässt nichts dazu. Das ist vollkommen abgeschirmt von einer Umwelt und redet vollkommen privat mit denen. Und das ist auch der einzige Weg, wie man Filme machen kann. Das ist nicht Theater, wo man die Sachen besprechen, proben, verbessern. Da ist nichts zu verbessern. Das ist alles, wenn Sie wollen, Karma. Das hat man nicht. Und diese Art Film versuche ich zu machen, eben ein unbewusstes Kino. Und was wissen denn dann deine Darsteller? Sollen die sich spielen? Sollen die dich spielen? Die spielen mich natürlich im Prinzip. Also ja. Das kann ich natürlich sehr perfekt. Ich bringe Leute dazu, ein anderes Timing irgendwie, ein besseres Timing mit sich herumzutragen in der Zeit, wo wir drehen. Dann fällt das wieder runter. Mir auch, die Fähigkeit. Es geht doch eigentlich nur um diese Blicke, um dieses Timing, um diese kleine Verzögerung oder schneller oder den Fehler. Es geht doch immer nur um die Sachen, die nicht stimmen. Das ist das Einzige, was bei Ihnen wirkt. Bei Ihnen wirkt nur der falsche Blick. Denn der richtige Blick, den haben Sie schon Millionen Mal gesehen. Den kann ja jeder. Deswegen sind Schauspieler ja auch so hilflos dieser ganzen Welt ausgeliefert und so unglücklich und so. Ja. Wenn die dich spielen und dann fallen in diesem Film so Sätze wie von Leila, alle werden irgendwann erwachsen, dass sie bedauert, sie nicht. Über Henning wird gesagt, sich verlieben in Henning, das geht doch gar nicht. Ist das was, wo man sagt, okay, da schaut man ein bisschen unter den harten Kern von dir und da sieht man vielleicht auch dieses, ja, da steckt noch viel mehr dahinter, dieses Sensible, wenn du das ja bist? Naja, so sehr bin ich das natürlich auch nicht. Das ist dann schon an den Stellen, wo sie plötzlich einen ans Herz greift, wenn sie da sitzt und plötzlich sagt, verflucht nochmal dieses ganze Geficke und so, wenn sie das mal so sagt. Das sagt jede, sagt das. Aber wie sie es sagt, plötzlich kommt es an, weil es plötzlich echt ist. Weil sie nämlich auch an der Sekunde in Henning verliebt ist und eigentlich Henning damit so ein bisschen fangen will. Aber Henning ist klug genug, darauf nicht reinzufallen, weil er ja gerade so eine süße Freundin hat, die für ihn arbeitet. Also,
Ist es deswegen auch wichtig, dass deine Figuren ihre richtigen Namen auch immer haben? Das ist ja sie sehr heißen, wie sie heißen, ja, genau. Und dadurch wird das aber, obwohl sie dich spielen, natürlich auch für die persönlich. Die suchen dann ihre Identität so ein bisschen. Das mit mich spielen ist ein bisschen übertrieben. Also mich spielen ist so eine Sache, das kann ich ja selbst kaum. Das war gut. Nicht schlecht. Das war Schnee von gestern. Von morgen, wollte ich sagen. Das war richtig Schnee von morgen, so ehrlich, dass wenn so ein Ding kommt plötzlich. Schnee von morgen. Ja, natürlich fällt es mir schwer, mich selbst zu spielen. Niemand ist sich selbst. Wir sind eine halbe Stunde am Tag wir selbst. Den Rest der Zeit, wann passen wir schon mal zusammen zu uns? Wann passen wir mal zu uns? Nie. Jetzt, manchmal, wenn ich so rede, denke ich, ich gehe auch da ein bisschen mit. Aber in Wirklichkeit merke ich, dass ich auch rede. Das merken auch die Darsteller. Henning Gronkowski spielt jetzt schon in mehreren Filmen von dir mit. Und hier ist jetzt auch künstlerische Mitarbeit genannt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Henning wird auch als der König von Bayern hier bezeichnet. Du warst mal der König von Schwabing. Baust du ihn vielleicht sogar als eine Art Nachfolger auf? Weil man hat das Gefühl, der engagiert sich immer mehr in diesem Kosmos. Den Henning habe ich kennengelernt natürlich so vor 10, 15 Jahren, irgendwie egal. Und der will zum Film, kann es überhaupt nicht. Der will selbst Regie machen, kann es überhaupt nicht. Aber wir konnten es ja auch nicht. Und ich glaube, dass der hat gerade seinen ersten oder zweiten Film gedreht in Berlin. Ein Kunstporno natürlich, weil Porno das Leichteste ist, was man drehen kann. Weil das wirklich das Leichteste ist. Aber das ist ein langer Weg natürlich. Jedenfalls ist das mein letzter Film mit ihm. Also ich drehe keine weiteren Filme mehr mit Henning Gronkowski. Weil einige, die du in jüngerer Zeit entdeckt oder gefördert hast, die sind jetzt auch wirklich im Business. Sarah-Lisa Vollm, die wir im Vorfilm gesehen haben, die ist inzwischen Produzentin und hat ihren ersten mittellangen in Saarbrücken laufen gehabt dieses Jahr. Also das ist auch schon interessant, wie du Leute ins Business dann doch reinbringst. Ja, das mache ich natürlich gern, also weil das sehr ansteckend ist, die Art, Filme zu machen, weil man eben die Ansprüche nicht an die anderen stellt, sondern an sich selbst zuerst mal. Und wenn man das mal kapiert hat, dann ist man schon sehr weit in diesem Business, was nur darum geht, wie viel Kohle kriege ich von dem Staat, was mache ich damit. Und ich war ja auch nicht besser früher, als ich zeitweise Staatsgelder genommen habe. Wo wir gerade von Kohle reden, man sieht im Abspann, das Ganze ist mit dem ZDF in irgendeiner Weise verbunden. Läuft das so ab, dass die das hinterher dir abkaufen oder ist das koproduziert? Wie kann man sich das vorstellen? Ich zeige dem ZDF den Rohschnitt, also falls ich den Film überhaupt zu Ende drehe, zeige ich den Schnitt, wie er nicht so fertig ist, so halb fertig. Ich rede in Geldsachen, lieber über Geld. Mich kostet das Ganze bis zur Hälfte, also der Film gedreht, kostet mich 40.000 bis 50.000 Euro. Das kostet es einfach, weil jeder kriegt 50 Euro am Tag. Gewisse Sachen müssen bezahlt werden. Unter 40.000 Euro kann ich zumindest keinen Film drehen, in der Art jetzt. Und dann habe ich natürlich überhaupt kein Geld mehr. Dann schneide ich das sehr provisorisch von einem besten Cutter Deutschlands, lasse ich das schneiden. Das kostet wieder ein Vermögen. Jetzt sind wir bei 70.000. Und dann zeige ich das dem ZDF oder dem WDR oder auch einem Filmverleih. Und wenn die mir einen Brief geben, wo drin steht, wir sind sehr interessiert an diesem Film und würden, wenn er je fertig wird und Herr Lemke das auch mal schafft endlich, würden wir gerne diesen Film koproduzieren, sagen wir, mit weiteren 70.000, nachdem Herr Lemke 70 reingetan hat, mit weiteren 70. Und so sieht mein ganzes finanzielles Konzept aus. Und das ist dann auch kein Widerspruch zu dem Staatskino bekämpfen? Also ich finde ja auch Fernsehen, es wird Fernsehgebühren bezahlt und nicht von unseren Steuern. Wie siehst du denn die Zukunft des Fernsehens? Ist das ein Fernsehfilm oder ist das ein Kinofilm, was du jetzt gerade gemacht hast? Das ist so meistens so ein Twitter eigentlich. Das könnte beides sein. Also es könnte wirklich beides sein. Das war immer schon so.
Aber ich sehe auch gar keinen großen Unterschied zwischen Kino und Fernsehen. Das sind alles so akademische Unterschiede. Mir ist es auch ganz gleich, was man da sieht oder was die Leute denken. Du arbeitest schon sehr, sehr lange mit dem ZDF zusammen, auch mit unterschiedlichen Redakteuren. Und das hat sich immer so weiterentwickelt, dass die weiterhin sagen, ja, wir wollen Lemke-Filme machen, mitmachen, Also zeigen. das ZDF schickt mir wirklich die fähigsten Leute und die gibt es wirklich. Das ZDF hat Redakteure, deren Namen Ihnen natürlich jetzt wirklich nicht sagt. Das sind Leute, die wirklich nicht, die wirklich nicht dem Regisseur irgendwas Dummes erzählen wollen, sondern die aus dem Film heraus den Film besser machen wollen. Das ist keine gewöhnlich zwischen Redakteur und Regisseur ist immer das Verhältnis, der Redakteur denkt, er weiß besser und der Regisseur weiß es besser. Ich bekomme Leute vom ZDF, die wirklich eine große Hilfe sind, so wie amerikanische Regisseure wirklich gute Berater bekommen. Und es geht auch nie um Geld, denn ich will nie mehr Geld, als mich das kostet. Ich will damit auch nichts verdienen. Also es ist von der Geldseite her ganz easy immer. Wovon lebst du denn? Ich mache gelegentlich, ja, ich brauche auch nichts. Also ich habe ja alles schon gehabt. Das stimmt. Bis zum Luxusjet damals, hast du vorhin erzählt. Ja, bevor Sie auch gleich Fragen stellen können, würde mich noch interessieren, du hast gerade gesagt, du hast den besten Cutter der Welt, Florian Kohlert. Wie läuft das ab, wenn du mit ihm schneidest? Schneidet er erstmal was alleine und dann kommst du dazu oder machst du klare Ansagen? Weil gerade bei einem Improfilm, das ist ja fast wie dokumentarisches Material, da kannst du ja eigentlich alles draus machen erstmal. Es ist schwer zu erklären, aber der Cutter ist der wichtigste Mann beim Film. Wichtiger als der Regisseur, wichtiger als der Kameramann. Denn der Cutter cuttet ja nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Ich meine, einige von Ihnen werden das sicher jetzt auch wissen und Sie werden es auch nicht verstehen, wenn ich es jetzt erkläre. Es geht überhaupt nicht, dass irgendwie geschnitten wird, sondern es geht darum, dass der Cutter ahnt, ob Sie jetzt, wie weit Sie das, die Szene sehen dürfen, ob die jetzt bisschen länger sein muss, damit sie wirklich wirkt, oder ein bisschen kürzer als Szene, der einfach mit ihren Gefühlen als Zuschauer wirklich spielen kann. Und das ist eine große Kunst und es gibt maximal pro Jahrzehnt drei Cutter, die das können in Deutschland. Und große Regisseure wie Coppola haben immer dieselbe Cutterin. Es ist, oder Dietl hatte immer, und auch meine wirklich erfolgreichsten Filme in München sind von derselben Cutterin geschnitten wie auch die Dietl-Filme. Und solange Dietl und ich diese Cutterin hatten, hatten wir wirklich sehr viel Geld verdient. Und als wir sie nicht mehr hatten, sind wir beide pleite gegangen. Es ist die Cutterin, die das macht. Es ist die Art, wie sie das sieht und wie sie das umsetzt, wie sie mit ihrem Kopf spielt. Aber das ist wirklich schwer zu erklären. Das ist der magischste Moment beim Film ist der Schnitt. Vielleicht in Ergänzung dazu, das hat so einen Rhythmus, diesen Beat, der auch durch die Musik natürlich kommt. Du hast eine ganz tolle Musikauswahl, wie in eigentlich jedem deiner Filme. Und hier hast du Maus on Mars, Malakoff Kowalski, aber auch jemand wie Dietrich Brüggemann, die dir was wohl komponiert haben. Brüggemann hat mit Kreuzweg zum Beispiel Silbernen Bären bekommen, ist also auch selber Regisseur. Wie hast du die Musik ausgewählt? Ist das ein Prozess mit dem Cutter zusammen oder wie läuft sowas ab bei dir? Also ich habe da irgendwie Glück im Leben, dass ich, wenn mir jemand gefällt oder eine Musik mir gefällt, wenn ich dann anrufe, stellt sich heraus, dass die Leute meine Filme kennen und mögen und dass ich die Musik dann für Nothing kriege. Aber ich lasse sie nicht komponieren. Also ich meine, das sind alles immer fertige Sachen. Ich sage nicht, mach jetzt das. Das würde Geld kosten, aber das habe ich überhaupt gar nicht, das will ich auch gar nicht haben, so ein Quatsch. Ich will Stücke von denen bekommen, wenn sie mir gefallen. Und das ist dann, kostet zwar auch Geld, aber in dem Fall mich kostet es dann nichts. So geht das. Ja, und jetzt warst du gerade mit DJ Hell in Wien auf der Viennale. Habe ich Ja, gesehen. ich meine, die haben ja auch, die verdienen ja mehr als ich, diese Leute, die Musik machen. Die haben die GEMA und die GEMA geht nach Sekunden. Fließen da die Dollars. Wenn Sie hier 10 Minuten Film haben, kriegen Sie Ihr Leben lang jedes Jahr, was weiß ich, 5.000 Euro. Jedes Jahr.
Hast du auch die Stones damals kostenlos bekommen? Weil Das ist vorbei, ja. Das ist leider vorbei. weil das ist so die Szene, die man im Kopf hat. Also vorhin bei Amore natürlich auch, aber bei Rocker, da kommen die Motorradfahrer erstmal alle zu der Musik von den Stones und man hat das Gefühl, gerade bricht was auf im Kino. So. Als ich reich war, war ich abends mit den Stones oft in München auch und in London und so. Und dann habe ich so dieses Recht bekommen, die für in begrenzten Rahmen und so. Ich habe natürlich dann gemacht, was ich wollte, die Musik der Rolling Stones zu benutzen. Das ist aber nicht mehr der Fall. Und haben die Filme gesehen? Ja, natürlich. Also die Stones mochten sehr, sehr, sehr. Rocker ist natürlich überall, den kann man überall zeigen und die Leute finden ihn gut. Also da schon mal am 13. zeigen wir Rocker auf der Leinwand sehr, sehr selten zu sehen. Aber jetzt ist tatsächlich die Gelegenheit, dass Sie Fragen auch stellen können an Klaus, entweder zu Unterwäschelügen oder natürlich zum generellen Werk. Trauen Sie sich gerne. Hier ist die erste Frage. Die Kollegin kommt mit dem Mikrofon zu Ihnen. Hier, der in der dritten Reihe. Ich habe eine Frage. Sie sagten ja gerade, Sie wissen vorher nicht zwingend, wie der Film ausgeht. Jetzt wollte ich mal zu einem Komplex in dem Film fragen. Da wurde es ja teilweise, hatte man den Eindruck, möglicherweise tragisch oder es gibt so richtig, also diese Geschichte mit den Stromschnellen und was es da vorher gab, die mögliche Vergiftung. Wäre das auch eine Option gewesen oder wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, sie bringt ihn um und die ganze Geschichte endet tragisch oder würden sie sowas nicht machen, weil es doch Also die komisch ist? Stromstellengeschichten war kurz vorm Exit. Die Stromstellengeschichte war hochgefährlich. Das sieht man auch, wenn die beiden sich so an Land retten. Dann haben sie plötzlich den Film vergessen, weil die sind noch am Leben. Das merkt man beiden an. Den Körpern sieht man das an. Das war Lebensgefahr. Ich wusste aber nicht, wie gefährlich das wirklich war an der Stelle, obwohl ich da jeden Tag vorbeigehe. Dort sind die Surfer halt. Und ich bin halt Spezialist für Surferfilme und so Werbung. Aber ich wusste nicht, wie gefährlich das ist. Besonders sie hatte, als sie ins Wasser stieg, ihre Stiefel angelassen. Sie wissen, wie das gefährlich ist, wenn Wasser in den Stiefeln drin ist. Wie schwer die Beine plötzlich wären. Und wie panisch man wird bei jeder Kleinigkeit im Wasser. Das war recht gefährlich. Und wenn die sich so an Land retten, was ich zum Glück eben drauf habe mit diesem Tele, wenn sie dann so über die Steine so rüberkommen, da sind die glücklich, dass sie noch leben. Und das sieht man. Aber es könnte auch böse ausgehen. Aber dann würde ich den Film abbrechen. Ist das schon passiert, dass Darsteller irgendwann gesagt haben, Klaus, ganz ehrlich, an der Stelle höre ich auf? Oft, oft, ja. Oft, oft. Die Leute sind ja auch selbstständig, die Leute wissen auch, was sie wollen. Und manche Leute wollen nicht, dass ich so sehr in ihr Unterbewusstsein reingehe. Und das benutze auch für meine Filme. Das ist, was ich mache, ist pure Ausbeutung. Ich beute Leute aus und das kann ich perfekt. Aber die Leute beuten auch mich aus. Das ist genauso sehr, wie ich in deren Kopf reinkrieche, umso offener muss ich auch werden für die. Also ohne, da kann man gar nichts, das wird man dann. Und die kriegen auch ein ganzes Leben mit, was ich habe. Meistens sind die Jungen, haben noch gar nicht so viel Leben drauf. Aber das ist der Preis. Das ist das, was die kriegen. Aber ich kriege deren ganzes Leben, deren ganzes Herz, indem ich mich nicht anstrenge, indem ich wirklich nicht darauf hinarbeite. Aber das ist im Laufe der Jahrhunderte jetzt so geworden. Zweitere Fragen oder auch Kommentare? Ja, hier vorne. Ganz kurz aufs Mikro. Ich habe mal eine Frage zu dem Cutter oder zu der Cutterin, die ja so exorbitant wichtig ist. Wenn der Film doch von Ihnen in die Tiefen der Tiefen gehen, wie auch immer, man weiß von jetzt bis da hinten noch nicht, wo es hingehen soll. Und dann kommt aber der Cutter oder die Cutterin und bringt da ihre Intention rein. Wo ist denn dann ihr Part noch dabei? Wie, verstehen Sie? Weißt du, was ich meine? Genau. Ja, das habe ich Mich am Rande interessiert, auch. wenn die Person so eine Ausstrahlung hat für diesen Film letztendlich. Aber Dann man. kann die ja auch was anderes daraus holen als ihre Intention, die sie
Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ja, das stimmt. Das macht sie auch. Das macht eine gute. Genau das ist es. Es ist plötzlich, lässt sie die Sache, eine geniale Cutterin, lässt plötzlich die Szene etwas länger laufen, dass man noch etwas anderes sieht, was mir missfällt eigentlich. Aber das öffnet genau das Herz. Das öffnet genau das Herz für die Person, die kleine Verlängerung, die ich überflüssig finde. Und das ist das, was Cutter können. Oder Cutter bringen plötzlich in eine, ich hätte das gerne etwas logischer, währenddessen der Cutter sagt, das schneidet das so, dass es doch nicht so ganz logisch ist, dass man das nicht erklären kann, die so richtig erklären kann. Und das ist genau richtig für die Szene. Das merke ich dann auch ein halbes Jahr später dann. Es ist nicht so, dass ich da sitze und bestimme, wie es geht. Sie sagen dann tatsächlich, das ist für Sie okay, die Wendung, die es dann nimmt. Und Sie bleiben da ein Stück zurück. Ja, das stimmt. Also Unglaublich. ich bin, Danke. okay, ja, also genau das mache ich. Genau das, was die Leistung des Cutters ist, dass ich dumm dastehe. Und ja, aber das ist genau das Ding, worum es geht. Ich meine, ich weiß ja auch ganz genau, dass ich davon lebe, dass das jemand ist, der einen wirklichen Blick hat und dass ich mich darauf verlassen muss. Mehr als auf mich. Seit wann improvisierst du denn eigentlich? Weil die Anfangsbücher, 48 Stunden bis Acapulco, da gab es ja noch ein Drehbuch. Naja, ich habe noch nie wirklich ein Drehbuch verfilmt, weil ich habe von Anfang an habe ich immer schon, ich habe keine Ahnung, wie das kommt alles. Ich war mal Regieassistent bei Kortner, was ja auch so, wo alles geplant war. Kortner war das Genie des Plans, aber bei Kortner war es so, dass dem sagt, das war so, Kortner war so richtig so ein Pferd, das war so ein richtig böser Mann. Und aber das war der Mann, der die Leute bei den Kammerspielen in München, über die Leute über den Boden schweben lassen konnte. Damals die Kückelmann und den Boysen, da war ich Regieassistent. Es war unfassbar, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Dieses Pferd da, was gerade in Hollywood und rüber, lässt plötzlich mit seiner groben Art und die Leute schweben über die Bühne. Definitiv. Ich war der Assistent, ich habe das jeden Tag gesehen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Worauf wollte ich hinaus? Wann du angefangen hast zu improvisieren? Das habe ich noch viel früher angefangen, vor dem Film. Ich habe mal studiert und ich war bei Heidegger in einem Proseminar. Diesen berühmten Heidegger. Ich bin da reingekommen. Man hat überhaupt nur Plätze bekommen in dieses Seminar, wenn man sich einer so Burschenschaft per so tat, als würde man sich die anschließen. Dann bekam man überhaupt einen zu Heidegger. Der war damals schon, als ich ganz jung war, schon sehr berühmt. Und dann war ich so drin, es stank ziemlich. Und da habe ich festgestellt, dass die alle besoffen waren in dieser Vorlesung. Und dann habe ich festgestellt, dass der Heidegger auch besoffen war. Das ist, Sie lachen jetzt, das ist die Wahrheit. Ich konnte es nicht glauben. Ich sitze da nüchtern, Heidegger, schon was gehört davon und so. Nach dem Abitur, ich meine, was weiß man schon nach dem Abitur? Und plötzlich waren alle besoffen. Und dann habe ich was kapiert, plötzlich. Also, ich meine, da ging eine andere Welt auf. Dass der ganz berühmte Mann seine Sachen, dass es hier nicht geht, dass der uns hier irgendwas eintrichtert. Es geht hier nicht um, es geht um das Irrationale eigentlich dieser Vorlesung. Die lag darin, dass man die Wirklichkeit ertrug, besoffen. Das ist eine große Leistung. Die waren sicher nicht immer betrunken, aber in dem Proseminar, das ist das berühmte Proseminar, was ist Philosophie, glaube ich, da war es so. Wenn wir jetzt gerade auch über diese Frühphase von dir sprechen, du warst bei Heidegger, haben wir gerade gehört, du warst bei Kortner und du warst Asphaltierer nebenbei. Ich meine, das war ich eigentlich. Eigentlich habe ich überhaupt keine. Ich fand körperliche Sachen richtig gut. Ich fand immer, ich mache auch jetzt immer noch Sport. Ich finde eigentlich wichtiger als Film ist, nach meiner Meinung, ins Fitnessstudio zu gehen, ist viel wichtiger als Film. Und ich kann Ihnen das nur anraten. Also das Einzige im Leben, was sie durchbringt, Hast du gerade Film als indem sie Jungssport die bezeichnet? ganze Sache einfach, indem sie
Es gibt keine Antwort auf diese Fragen, die einem das Leben stellt. Es gibt, man wird auch nicht besser. Das ist alles dumme Zeitungswerbung, alles. Aber es gibt nur eine Sache, die die Antwort darauf ist. Sie gehen dahin und machen Sport. Dann kriegen sie diesen ganzen Unsinn im Kopf, kriegen sie irgendwie geregelt. Den kann man nicht anders regeln. Man kann nicht durch Disziplin oder irgendwie, man kann nicht die Süddeutsche Zeitung lesen, hinterher so, denkt man, man wäre klüger. Das stimmt doch alles gar nicht. Es ist doch alles Schrott, das ganze Ding. Das einzige Ding, was wirklich läuft, wenn man so arbeitet wie ich, sagen wir mal, oder für mich, ist Sport. Laufen, gehen, spazieren gehen, bisschen Gewichte. Ist doch geil. Ist doch viel besser als dasitzen und nachdenken. Und auch viel, auch viel effektiver dann fürs Nachdenken. Ja, es ist sehr lebendig, während ich mir jetzt auch gleich die Frage dazu Ihnen, es ist sehr lebendig, während mir auffällt, gerade im letzten Viertel des Films beschäftigt sich der Film auch immer wieder mit dem Thema Tod und Sterben. Und Henning ist das im Grunde irgendwie wurscht. Er gibt ja sogar Tipps, wie man ihn besser umbringt. Ist das was, womit du dich beschäftigst, mit dem Tod? Ich meine, das ist die Strafe, wenn man so alt ist. Das tut mir leid, so eine Frage da muss gestellt werden. Du bist der jüngste Regisseur, den ich kenne, aber ich stelle dir die Frage trotzdem. Also ich habe dafür keine Skrupel, auch das zu sagen. Mir ist das wirklich egal. Also das ist Bomb weg, Digga, nichts bleibt da. Es bleiben deine Filme auf jeden Fall. Nein, ich glaube nicht. Ich ist auch kein Geflaute damit. Wer interessiert sich für Filme, die 30 Jahre alt sind? Das ist doch ganz normal. Das ist doch das, was wir machen alle. War vorher nicht Amore gerade fast ausverkauft? Da bleibt doch nichts. Das würde ich bestreiten als Mitarbeiter des Filmmuseums. Aber hier ist die nächste Frage. Ja, ich wollte auch ganz kurz fragen, gerade wegen dem, also Leben und Tod, immer so diese Gegensätze, was zum Schluss kam, also ich bin halt persönlich ein ziemlicher Clint Eastwood-Fan und jetzt, ja, also da geht es ja auch immer stark drum, also immer, dass man es eben auch sieht, ja, wie in American Sniper oder so, dass halt jemand erschossen wird und gleich drauf sieht man irgendwie die Familie oder die Harmonie. Immer diese Gegensätze, ja. Also ich halte Clint Eastwood, ist er wirklich also auch ein guter Regisseur. Gibt es da Parallelen oder ist das irgendwie nicht so die Richtung? Also American Sniper ist einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Und Clint Eastwood ist einer wirklich der die frühen Filme von Clint Eastwood insbesondere. Das ist wirklich so genial. Das ist fast noch besser als, wie heißt der deutsche Regisseur, mit dem das hier eröffnet wurde? Mit dem das hier eröffnet wurde? Ja, wie ist der nochmal? Der Dingsohr, Dingsohr Hasen. Ach, Til Schweiger. Til Schweiger. Nein, das meine ich jetzt ernst. Also, ich halte Til Schweiger für einen ganz tollen Regisseur. Müssen wir jetzt nicht weiter darüber reden. Aber ja, aber doch, sag noch einen Satz dazu, weil du hast vorhin gesagt, das ist für dich der Inbegriff des Autorenfilmers. Inbegriff, aber das ist ein Autorenfilmer, ist das. Der dreht mit seiner Tochter, der verdient damit viel Geld, der macht so den üblichen Zeitungsunsinn und die Filme interessieren wirklich Millionen. Eigentlich dasselbe wie Clint Eastwood. Clint Eastwood macht hochpersönliche Filme. American Sniper ist also so. Ich drehe durch, wenn am Schluss diese Leiche dann durch diese Brücken durchgefahren wird und oben stehen Leute. Aber davon gibt es hunderte von Szenen in diesem Film. Eastwood ist wirklich eines der größten Genies für mich im Film. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere. Also, wen denn? Muss ich im Filmmuseum jetzt auch fragen. Jetzt, wie war's? Scorsese natürlich mit. Einer meiner Lieblingsfilme ist Casino von Scorsese. Aber auch ganz unbekannte Regisseure haben fantastische Filme gemacht, wie Hollywoodland von, weiß ich nicht, wir haben gerade einen Wein getrunken. Jedenfalls einige der Filme, die Klaus besonders toll findet, sehen Sie auch in diesem Monat, denn er hat bei uns ja eine Carte Blanche und ich empfehle Ihnen da auch sehr mal ins Programm zu schauen. Aber ich glaube, war das eine Frage da oben oder? Nee. Entschuldigung. Gibt es weitere Fragen
noch von Ihrer Seite. Ja, da drüben. Das kann auch Stadtfitnessstudio. Das ist die Vorführerin. Genau, also da auch mal ein Applaus, hat alles super geklappt. Dankeschön. Also ich wollte sagen, dass ich den Film eigentlich total traurig fand und völlig beziehungslos und dass der Hauptdarsteller, dieser Henning, mir leid tut, weil er überhaupt nicht in der ganzen Arroganz und Überheblichkeit und Beziehungslosigkeit und es ist ein ganz trauriger Film. Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich der beste Satz, den man zu dem Film sagen kann. Das ist der Film, was Sie gerade sagen. Denn das ist das ganze Ding von modernem Kino. Egal, was man über die Filme sagt, das Gegenteil stimmt auch. Das ist das, was ich meine mit geballter Irrationalität. Das Gegenteil stimmt auch. Weil wir sind gewöhnt an eine goethische Welt, wo die Sache sozusagen, die Welt ist linear. Währenddessen, und die Klassik ist mehr oder weniger, also ein erster Akt, zweiter Akt, dritter, so ein, und es gibt einen einheitlichen Sinn. Alles ist eingebaut auf diesen einheitlichen Plotsinn. Dieser Film, das ist auch meine Interpretation des Films. Also das ist das, was ich über den Film denke, das haben Sie gerade gesagt. Der Henning entscheidet sich ja kurzfristig, meint man, für Familie. Also ja, wie wir alle. Und dann? Und dann nicht mehr. Weil man sich entscheiden muss. Weil man sich entscheiden muss zwischen diesem, dieser familiären oder dieser rebellischen Lebensweise. Ja, zwischen der Langeweile und der noch größeren Langeweile. Das ist das, wo wir zwischen wir entscheiden müssen. Für das kleinere Übel. Also wir haben sowieso keine große Wahl in nix, weder ich noch Sie. Aber was Sie eben gerade gesagt haben, ist wirklich das. Sagen Sie es doch nochmal bitte. Ernsthaft. Also das war die, dass ich mir das merken kann mal. So, ich sage es Ihnen nochmal. Ich glaube auch, dass es muss doch nichts lang. Ich verstehe es gar nicht. Das Leben kann auch paradiesisch sein, ja. Das muss doch nicht, man muss sich doch nicht zwischen Langeweile und noch größere Langeweile entscheiden. Also sorry, das war eine Antwort auf die. Sie haben mich aber jetzt falsch verstanden. Also, Sie haben mir eine genaue Charakteristik dieses Films gegeben. Und darauf habe ich noch ein bisschen weiter geredet, aber das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte, was Sie gesagt haben, das stimmt. Das ist traurig, wie Henning, wie wir alle durch dieses Leben rumhängt und wie arrogant er ist und das nützt auch alles nichts und wie er manchmal einen guten Moment hat, wie wir alle nämlich, und wie er hilflos in den Seilen hängt. Das ist dieser Film in Wirklichkeit. Und das ist auch das, was wirkt und was der Film war bisher sehr erfolgreich. Also, das ist das, was untergründig wirklich wirkt. Währenddessen oberflächlich natürlich wird ja ein bisschen rumgefickt und es wird nun nichts so richtig gemacht. Aber da ist dahinter das, was Sie sagen. Das ist der Subtext dieses Films. Und deswegen habe ich diesen Film auch zu Ende gemacht, weil dieser Subtext trifft die Sache so genau über das, was gerade passiert, für Leute unter 30. Das kann man gar nicht besser machen. Man kann nicht besser über unter 30-Jährige reden als so. Man kann sich lächerlich über die machen, man kann weiß Gott was machen, aber die wirklich ernst nehmen in dem, was Sie gerade gesagt haben, das ist das, was dieser Film tut. Bereute. Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn ich so dummes Zeug rede hier. Es ist schwer. Bereut dieser Henning denn etwas? Der ist ja so ein Loser, dass man ja ganz verrückt wird. Der fällt ja auf allen Quatsch rein. Der ist ja froh, wenn ein Mädchen kommt und sagt, da ficken, do, wo wir uns totlachen würden. Das geht doch alles gar nicht. Ja doch, das geht bei diesen Leuten. Das ist unter 30. Das ist genau unter 30. Das ist genau das, wie sie sind. Wenn nicht noch schlimmer. Ja, und dann schaut man sich alle Lemke-Filme an und man hat das Gefühl, die Männer, die sind echt so starke Jungs. Überhaupt keine Männer, also starke Jungs eher. Und dann gibt es aber, die sind nur scheinbar stark, weil die Frauen,
die lenken das eigentlich. Die sind viel, viel schlauer, viel stärker und am Ende haben die die Fäden in der Hand. Das ist eigentlich bei fast jedem deiner Filme so. Ja, den Frauen fehlt etwas, dieser Wahnsinn, den wir Frauen, wir sind halt in diesem Verhängnis drin, dass wir Frauen einen solchen Wahnsinn entgegenbringen und so unfassbar viele Vorstellungen, das Mädchen das eigentlich nur noch Kopf ab und dann ab ins Bett. Also so. Haben Sie noch weitere Fragen? Ansonsten, ich habe noch zwei letzte Fragen. Eine ist auf jeden Fall die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Und es gibt ja jetzt gerade eine Bewegung, German Mumblecore nennt die sich, die genau wie du improvisieren. Also die machen jetzt das, was du vor 50 Jahren angefangen hast. Was ist das für ein Gefühl? Gefällt dir das? Sympathisierst du mit denen? Hast du mit denen Kontakt? Oder interessiert dich das gar nicht? Doch, ich habe mit einigen Kontakt und einer von denen läuft ja auch hier mit dem Film Captain Oscar. Das ist ein exzellenter Film, ein super Sexfilm und der Regisseur spielt auch noch die Hauptrolle. Und dass sich jemand so etwas traut, übertrifft sogar meine Erwartungen. Aber es gibt hoffentlich, es gibt so irgendwie so Ansätze für ein neues und anderes und moderneres junges Kino, was möglicherweise wieder junge Leute an Filminteresse finden lässt, aber die Chancen sind sozusagen 1%, sagen wir mal. Weil sich das System ändern muss. Mehr ist da nicht drin, die Sache ist verloren. Du hast mal gesagt, TTIP wäre eine Chance. TTIP war die letzte Chance, dass so die Amerikaner durchsetzen, dass es der deutsche Filmmarkt, den es nicht ist, wir haben keinen freien Markt für Filme. Wir sind wirklich wie unter Adolf Hitler, dasselbe ist das Filmsystem wie unter Adolf. Es hat sich nichts geändert. Wir sind wirklich es gibt keinen freien Markt für Filme. Der Markt ist durch staatliche Eingriffe auf allen Seiten, überall und vollkommen unter Kontrolle und geht den Bach runter. Die Amerikaner lachen sich tot, dass der deutsche Steuerzahler deutsche Filme bezahlt. Das geht so nicht in den Kopf, wie wir nicht verstehen, dass eine Jungfrau ein Kind kriegen kann. Also so sind die Welten verschieden, obwohl wir alle dieselben Sachen machen wie Film. Und es wird sich leider in dieser Situation in Deutschland nichts ändern. Aber TTIP wollte das ändern. TTIP wollte, dass ein freier Markt in Deutschland entsteht, dass also keine staatlichen Eingriffe in Das liegt aber daran, wir in Deutschland haben Film zu einem Kulturgut erklärt. Ein Kulturgut darf der Staat seine Hände drin haben, machen, wie er will, wie das Theater. Und wo das Theater ist, das wissen Sie, das ist ein totales Museum. Und deutsche Musik ist der letzte Dreck geworden, die letzten 40, 30 Jahre, seitdem der Staat seine Hände da drin hat. Die Jungs machen nichts anderes, als immer im Internet und gucken, wo sie nochmal 10.000 Europa, noch eine Scheiße irgendwie. Und da wird nichts mehr draus aus der ganzen Sache und Film ist ja eh vorbei. Wie kommen wir jetzt darauf wieder auf Seite? Film ist vorbei. Was ist dein nächster Film? Ja, ich meine, ich mache die ja für mich. Also für mich Film nicht vorbei. Ich meine, Film als der deutsche Film. Ja. Das wird es nicht mehr geben wahrscheinlich. Aber was ist dein nächstes Projekt? Erzähl uns. Ich habe gerade einen Film gedreht, schon wieder mal, im letzten Sommer. Der heißt Making Judith. Da spiele ich die Hauptrolle. Und da gehe ich ganz ehrlich mit mir rum, es ist eine wunderschöne Komödie und sehr, sehr egal, aber ich zeige mal das, was ich wirklich mache, wenn ich so ein Mädchen engagiere, weil ich die meisten Mädchen ja eigentlich gar nicht will, aber ich kann sie gut gebrauchen dafür, für den oder verschieben oder machen, wie ich Leute belüge, wie ich sage, du kriegst eine Rolle und wir müssen das und das, in Wirklichkeit will ich nur, dass die das und das macht, wie ich halt umgehe mit meiner Welt. Und das ganz offen machen, das ist durch eine Traumkomödie, das ist so ähnlich wie das jetzt in Filmkino läuft, der Witze macht mit Flüchtlingen. Der Witze macht über und mit Flüchtlingen, das wurde auch wirklich Zeit, also, weil anders kann man das nicht mehr hören. Also, gut, also nicht als Flüchtlinge, Gott, oh Gott. Also. Du machst mir das Schlusswort schwer, aber ich sag mal ganz ehrlich, wir freuen uns wahnsinnig auf all die neuen Projekte, die uns noch erwarten und sagen ganz herzlichen Dank. Klaus Lemke, danke, toll, dass du hier warst. Danke.
Und ich nutze die Gelegenheit noch, in unserer Reihe geht es natürlich weiter. Im Dezember haben wir einen auch wieder ganz spannenden Regisseur zu Gast, Florian Hoffmeister, gelernter Kameramann, der für viele große britische Regisseure schon gedreht hat. Und er hat ein 9-11-Drama in Schwarz-Weiß gemacht, Die Habenichtse. Am 4. Advent, 20:15 Uhr. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.